Hey, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Machinarium. Ja, ich habe gesagt, dass ich dieses 5 gewinnt offline lösen werde. Nachdem ich jetzt aber eine halbe Stunde rumgerätselt habe, habe ich mich echt. Ich habe mich so aufgeregt gerade. Es könnte sogar sein, dass ich länger gebraucht habe als eine halbe Stunde und ich habe jetzt doch irgendwo im Internet eine Komplettlösung gefunden, die mir den Lösungsweg genau aufgezeigt hat. Bin einfach zu blöd für das Spiel. So, und ich zeige euch jetzt, wie ich den letzten Stein setze. Ups, da ist er wohl wütend geworden. Jetzt habe ich aber endlich die Schrauben, weil das kann ja nicht sein, dass ich tagelang hintereinander dieses Rätsel nicht gelöst kriege. Also, jedenfalls nicht in einem Let's Play. Wenn ich das privat spielen würde, okay, aber ich spiele ja nicht privat gerade. So, ich glaube, jetzt habe ich. Ja, das sieht gut aus. Alle 5 Schrauben. Kann ich dich jetzt eigentlich nochmal ansprechen? Nee? Kann ich nochmal mit dir spielen? Oh Gott, ja, kann ich. Ich gebe da mal auf. Ach ja, lach mich ruhig aus. Du kriegst trotzdem nicht meine Schrauben. So. Verlassen wir das. Gehen wir zu dem hin. Und geben ihm seine Knöpfe. Für sein Instrument wieder. Scheint gut zu passen. Der doch bitte auch. Klingt doch gut. Ja, aber sie motzt natürlich wieder. Natürlich. Oh, eine Pflanze? Soll ich denn damit? Was ist das? Und wo kann ich es pflanzen? Was ist. Ist das eine Erinnerung? Oh, wie süß. Er hat Geburtstag gehabt. Ist das seine Freundin? Die haben eine lustige Lache, aber süß. Süß, echt. Könnt ihr zusammen spielen? Ich will es nochmal hören. Ihr seid nicht im Rhythmus, Leute. Geht ja mal gar nicht. Geht ja mal gar nicht gerade. Ich gehe dann mal. Huch, was denn jetzt passiert? Er hat einen Klon. Ich glaube, das ignorieren wir einfach mal. Und begeben uns nochmal zu der Katze und dem Vogel, schätze ich mal. Oder aber. Kann ich die Pflanze irgendwie ins Wasser halten? Das wäre mal ein Test wert, oder? Ich meine, was ist das für eine Pflanze? Ist das zufälligerweise eine Sonnenblume? Nee. Die kann ich auch nicht einfach so kombinieren, ne? Nee. Okay. Dann gehe ich mal wieder das Rätsel versuchen. Ich muss mich mal ganz kurz anders hinsetzen. Knatsch, knatsch. Dieser Stuhl ist schlimm. Okay. Das Kabel kann ich ja eh nicht aufnehmen. Die Katze will nicht mit. Die muss ich unter Strom setzen. Was für eine Tierquälerei, aber sie ist ja nur ein Roboter. Ich hoffe, es schadet ihr nicht so. Ach, da ist das Puzzleteil. Ich wundere mich gerade. Vielleicht sollte ich mal unten anfangen mit dem Rätsel. Aber ich glaube irgendwie, das geht nicht. Ich muss mich gerade einfach zur Musik bewegen. Geht ja gar nicht anders. So, das wieder rausnehmen. So. Aha. Ah, Mann, fliegen. Eigentlich
eigentlich denke ich mir immer, das müsste richtig sein. Das sieht so richtig aus. Aber es kann wiederum auch nicht sein, ne? Und dann passt das wieder nicht. Allerdings, aha. Wenn ich jetzt... Mist. War ein Versuch wert. Okay. Nee. Aber so. Aha. Das kann ja nicht sein. Moment, nochmal. So. Den wieder dahin. Das sieht doch korrekt aus, oder? Yay! Ich glaube, ich habe es geschafft. Es klingt so danach. Okay. Dann gehe ich jetzt nochmal die Katze ärgern. Miete Katze. Put, 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 put. Ach nee, du bist ja gar kein Vogel. Miet, 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 miet. Komm. Das klingt eindeutig nach Nein. Warum hat das nicht funktioniert? Mist. Wahrscheinlich muss ich das auch noch irgendwie anschließen, oder wie? Ja, sagt mir das doch vorher. Mann, Mann, Mann. Also nochmal daran. Das Teil rausnehmen. So. Das da anschließen. Das Teil wieder reintun. Umständlich. Okay. Oh Gott, ich hoffe, ich nehme gerade meine Stimme auf. Moment. So, da bin ich wieder. Ich habe es mal ganz kurz überprüft. Ich werde schon paranoid hier. Und die Katze sagt nein. Wie gemein, wie gemein, wie gemein. Ich muss zur Katze. Mieze Katze. Kann ich die da jetzt einfach so runternehmen? Kann ich mir ja kaum vorstellen irgendwie. Nope. Das geht wohl nicht so einfach. Nehmen wir eben das Teil nochmal wieder raus. Oh, arme Katze, arme Katze. Katzi! Nicht sterben, okay? Oh, der geht ja sehr gut mit Katzen um. Mache ich das jetzt wieder an? Nee, ne? Brauche ich gar nicht. Okay, dann gehe ich mal wieder. Brauche ich ja nur noch einem Bandmitglied helfen. Wieder nach unten. Okay. So. Und jetzt lassen wir die Katze auf das Banjo los. Ja, Banjo, genau. Klingt doch. Ja, okay, klingt nett. Alleine ein bisschen komisch. Ach, das ist ein Didgeridoo, kein Banjo. Habe ich eben Banjo gesagt? Ups, was hat sie denn damit runtergeworfen? Und warum spielt der nicht? Was ist das gewesen? Dann nicht. Okay, was habe ich jetzt für Teile? Aha. Hey, das klingt gut.
Ich muss gerade mal ein bisschen abdancen hier. Kann ich eine CD kaufen? Ich finde, das klingt gerade richtig gut. Komisch, dass auf einmal zwei Saxophone in der Stimme waren. Das ist echt cool. Das ist echt cool. Ich will das haben, ey. Ich find's richtig cool. Ich sollte lieber weggehen, sonst bleibe ich hier echt länger stehen. Also, weiter geht's. Ab zu dem Typen, der seine Musik zurück will. Ich hoffe mal, der gibt sich mit einem Radio zufrieden. Lauf schneller, Roboter. Bitte. Dankeschön. Mach hops. Hallöle. Okay. Dann stell doch mal das Radio dahin. Nee, natürlich nicht. Du musst ja erstmal hinlaufen. Hab ich vergessen. So, jetzt aber. Wenn das kein Rhythmus ist, bei dem jeder mit muss. Hilfst du mir jetzt? Na, geht doch. Süß. Praktische Zähne, würde ich mal behaupten. Oh, ups. Das war nicht mal extra. Interessant. Kann ich der Pflanze jetzt hier noch was Gutes tun? Oh. Ups. Kann ich euch noch irgendwas Böses tun? Das wäre auch mal interessant zu wissen. Sie können auf jeden Fall eindeutig schwimmen. Cool, sieht. Ohrwurmfaktor, ne? Nein, das nehme ich ihm nicht wieder weg. Okay, Party ist vorbei. Ups, was war denn da gerade los? Die Frage ist jetzt nur noch, was muss ich tun? Du möchtest Sonnenblumenöl und ich glaube, das ist deine Sonnenblume. Aber ich weiß es nicht. Von daher muss ich mal gucken, was ich jetzt noch machen kann. Ich gehe mal nach unten. Wo ich sehe, dass die Folge schon fast wieder vorbei ist. Fast. Ich will noch mal gucken gehen. Ich war die letzten Folgen ja so schlecht vorangekommen, das muss sein. Wieso haben die auf einmal überall so geile Musik? Voll die Gangstermusik. Nee, mit dem kann ich nicht reden. Ja, dann ersauft mal ruhig ein bisschen da hinten. Ich glaube, die sind wasserdicht. Die sehen sehr wasserdicht aus. Okay, dann. Ja, Habe ich nur zwei Dinge noch nicht angeguckt, oder?
Ich war immer noch nicht hier drin. Wo ich auch nichts scheine machen zu können. Und ich war auch immer noch nicht dort in diesem durch die Tür gegangen. Und ich habe diese Pflanze immer noch. Die Frage ist, wo könnte die wachsen? Die wird wohl kaum überall wachsen, oder? Egal, ich werde erstmal hier weiter mich umgucken, weil ich nämlich keine Idee habe. Gerade. Passt das da rein? Nee. Nein. Nee. Was muss ich denn da tun? Okay, ich bin immer noch überfragt. So schöne Musik. Ich könnte mir die ganze Zeit nur die Musik anhören. Da. Okay, ich würde sagen, beenden wir die Folge hier. Ich weiß ja wieder mal nicht weiter. Und sie ist sowieso schon ein bisschen lang. Also, bis demnächst. Ciao.